Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am 10.06. hier dem Mittwoch. Wir wollen heute mal die Intraday-Breakouts betrachten, die sich hier schon vollzogen bzw. hier auch weiter ausbauen. Und zwar habe ich hier zwei spezielle Paare im Fokus: Euro gegenüber dem britischen Pfund und der US-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken. Der Euro hier an dieser Stelle mit Tendenzen nach oben auszubrechen und US-Dollar, Schweizer Franken entsprechend nach unten. Man sieht allerdings hier, das ist schon relativ weit fortgeschritten. Auch das ein Hintergrund, warum wir gegebenenfalls im Laufe der nächsten Wochen, Schrägstrich Monate, auch das Devisenradar noch ein Stück weit nach vorne ziehen werden, um eben solche Chancen relativ frühzeitig noch idealerweise vor bzw. zur Eröffnung der European Session, also 9 Uhr, hier in den Fokus zu nehmen. Und wir sehen eben hier die Ausbrüche, die sich aber dennoch hier weiter fortsetzen können. Beginnen wir hier mit dem Euro gegenüber dem britischen Pfund im 15-Minuten-Chart. Wir sehen hier diese Asia-Range, die war 24 Pips groß. Und das Paar hat sich hier im Schnitt während der letzten 14 Tage in der True Range hier um 65 Pips bewegt. Das heißt, wir haben hier im Prinzip durchaus noch 40 Pips Potenzial nach oben, Schrägstrich nach unten. Das sehen Sie hier auch durch die ADR Low und High markiert. Und das soll heißen, wir haben hier beim Euro gegenüber dem britischen Pfund durchaus noch Potenzial in diese Richtung weiter anzustreben. Im Sinne dessen, dass sich hier der Ausbruch über dem heutigen Pivot Point, über dem heutigen Pivot Level auch stabilisiert. Mögliche Pullbacks, also hier im Bereich des Pivotpunktes, sollten dann hier idealerweise nicht mehr dazu führen, dass wir die Asia Range unterschreiten und dass wir hier ein oder werden hier Preise unter 0,7345 per 15-Minuten-Schlusspreis. Das wäre unschön. Das könnte dazu führen, dass wir dann entsprechend doch nach unten wegkippen. Andererseits während des Intraday-Verlaufs durchaus möglich, dass wir hier das ADR-High entsprechend der Range ansteuern und eben hier das Vorwochenhoch/ das Vortageshoch. Dann gehen wir hier mal in den H1, dann sehen wir, wo der Preis gestern stand, nämlich hier an diesem Level, und das war das Niveau von 0,7386, und das wäre im Prinzip, Moment, das war das Vorwochenhoch, gestern das Tageshoch, hier 0,7389 rund. Also diese Zone erscheint hier durchaus erreichbar, und wir sehen im Prinzip hier im H1 diese bullische Ausbruchskerze, hier im M15 entsprechend diesen Ausbruch, der sich jetzt hier so, nee, so ein bisschen seitwärts orientiert. Da muss man mal sehen, dass hier der Drive, der Druck noch reinkommt, aufrechterhalten bleibt. Vielleicht kommen hier 10:30 Uhr nochmal richtig Schwung in den Markt, denn da haben wir auch wieder Daten aus England zu erwarten. Industrieproduktion April und Erzeugung im produzierenden Be Gewerbe. Das sind Daten, die ja sicherlich das britische Pfund beeinflussen dürften. Und wenn diese eben hier negativ ausfallen, beziehungsweise der Markt diese negative aufnimmt, dann dürfte hier der Euro weiter nach oben streben. Das zumindest jetzt hier die Tendenzen des aktuellen Ausbruchs. Blicken wir jetzt auf den US-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken, der hier ebenfalls eine Asia-Range hatte, hier in dem Fall aber von 38 Pips nach unten aufgelöst hat, das Ganze jetzt aktuell 82 Pips gelaufen ist. Das Abwärtsmomentum ist stark, ist gegenwärtig. Hier auch im übergeordneten H4 sehen wir, dass die Tendenz nach unten zeigt. Gehen wir hier jetzt in den M15 rein, dann haben wir hier die Situation, dass wir das Vorwochentief just unterschritten haben und aktuell am Vortagestief bereits angelangt sind. Theoretisch mit diesem Breakout sind hier bereits 40 Pips absolviert worden, beziehungsweise sogar knapp 45 Pips. Und das ist natürlich eine Situation, die hier schon auch jetzt in Bezug zur Average True Range hier auf Sicht der letzten 14 Tage nicht mehr so viel Spielraum zulässt. Aber das Währungspaar hat hier rein technisch gesehen dennoch ein weiteres Abwärtspotenzial vom aktuellen Level ausgehend hier bis in den Bereich, das wären ja nochmal rund 35 Pips, eben 0,9218 abzufallen, beziehungsweise 0,9211. Das wäre hier praktisch das höchste der Gefühle heute für den Fall, dass wir eben hier tatsächlich die Range ausreizen. Aktuell 82 Pips gelaufen, im Schnitt 103. Da haben wir rein statistisch eben hier diese gute rund 20 Pips noch zur Verfügung. Technisch kann gesagt werden, wenn der Markt jetzt hier nochmal hochläuft an das Vorwochentief, dann wäre das eine Situation, hier möglicherweise im Laufe des weiteren Tages eine Short-Position zu eröffnen, die dann das Währungspaar nach unten führen dürfte, nach unten führen könnte, um dann hier praktisch diese entsprechenden Daily Ranges auszureizen. Also hier relativ strukturiert, relativ klar, wohin die Reise hier gehen könnte. Warten wir mal ab, ob der Markt uns diesen Gefallen tut. Ausbrüche sind, wie gesagt, bereits vollzogen worden. Und wenn sich die Ausbruchstendenz fortsetzt im Sinne des europäischen Geldes, welches sich hier zu positionieren versucht, beziehungsweise hier schon positioniert hat, dann sollte es in diese Richtung weitergehen. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es im Prinzip hier in den
in der Beschau zu den Intraday-Setups der zwei Währungspaare, die ich heute mal in den Fokus genommen habe. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann geben Sie ruhig Feedback dahingehend. Dann machen wir das häufiger in dieser Art, wobei immer mal auch geswitcht natürlich mit der klassischen Guidance-Betrachtung von diversen FX-Pairs. Aber wenn sich Intraday-Chancen eben hier darbieten bzw. darstellen, gerade im Sinne dessen, dass wir das vor der European Session in den Fokus nehmen, sicherlich nicht uninteressant. Gut, liebe Zuschauer, das soll es dann aber auch schon gewesen sein für den heutigen Devisenradar. Kurz, bündig und schmerzlos. Ich hoffe, Sie haben noch einen schönen Handelstag. Nachher gibt es noch mal eine Beschau zum DAX. Wir wollen noch mal sehen, was der so heute treibt auf dem JFT-Test-Top. Einfach dort verweilen. Die Sendung startet dann wieder zur gewohnten Zeit. Bis dahin sage ich erstmal beste Grüße und tschüss, Ihr Christian Kämmerer.